Der Ankerplatz. Da ist er. Der Ankerplatz der dunklen Anker. Erreicht den Fuß des Ankerplatzes. Bezwinge das Kind der Knochen. Was immer das ist. Ach du Scheiße. Der Sterbliche meint, sich mir widersetzen zu können. Vergeblich, bald wird eure Welt in meinen Händen. Okay. Ich werde euch beschützen. Oh, 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 oh. Jetzt kann man das so recht wild, dass ich mir da den Typen da so herziehe. Aua. Der ist doch hin. Geht doch easy. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lokhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Erbe von Aetherius, kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell, nehmt die Himmelsscherbe. Erhöre meine Stimme, Akatosh. Ich brauche deine Stärke. Mache den Weg frei. Lasse diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Verweigert euch dem Willen Molag Bars. Beeilung! Wir müssen jetzt gehen! Glenumbra. Glenumbra, die westliche Region von Hochfels, schließt die Stadt. Start in Dolsturz und Kamlorn, den großen Friedhof von Kafbad, Orben, die wilden Gebiete von Wetthilfen, das Glen Umbramor und die wilden Wälder von Dainia ein. Okay. Seelte erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Warum reden wir, ne? Tage oder Wochen, ich weiß es nicht. Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris ihr mutiges Opfer zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Seid auf der Hut, Entseelter.
Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Baal legt sich über ganz Tamriel und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Doch vielleicht gibt es einen Grund dafür, dass ihr euch hier wiederfandet, wo ihr gerade seid. Nachricht erhalten. Fertigkeitspunkte, jawohl. So, jetzt kann man Fertigkeit einmal machen. Und zwar, was haben wir denn da? Dragonische Macht. Oder Steinfaust. Das hört sich gut an. Was? Hier freischalten, jawohl, auf Y, wunderbar. So, was gibt's da? Kann wieder 100.000 Bücher lesen, oder? Habe ich nie gemacht. Das ist ein Wahnsinn, was da Aufwand getrieben wird. Essen mit, Getränk nehmen wir mit. Dolchsturz. Puh, so, was haben wir denn jetzt zu tun eigentlich da? Was ist denn das? Bank von Dolchsturz, was ist da? Marktplatz. Ist auch groß genug. Mal schauen, was die Quests sagen. Ein Wolf greift mich an. Na bitte, eine Zauberei gibt's schon. Oh. Oh. Na bitte, haben wir die auch. Eisenstreitaxt. Wieso hat ein Wolf eine Eisenstreitaxt? Na, egal. Fahr mal entlang. Oh. Lästige Viecher. Oh, ist aber nicht nette Leute, kann das sein? Die Frage ist, ob ich da überhaupt richtig bin. Oh, entdeckt. Ja, mal über hinten rum. Da werde ich massiv drauf gehen, glaube ich. Weil da sind lauter böse Jungs unterwegs, lauter böse Jungs. Kann ich. Ganz eine blöde Frage, wie stecke ich mein Schwert weg? Ah, Third Person View. Ist auch nett eigentlich. Schnell Zugriff.
Ah, so ist das Schwert weggesteckt. Hallo Melli! Sollen wir mal schauen, was passiert, wenn ich das hergehe. Wer sie angreifen, wenn es mir nicht. Okay, er greift mir an. Oh, bitte, alles weg. Muss ich da dafür prügeln oder was? Kannst du das sein? Das kann ich es nicht nehmen. Ah, zack, löst es ja auf. Ich bin an mit mir. Aua, aua. Und tschüss. Bei ihrer Verkleidung könnt ihr im Inventar das Kalt. Oh, eine Verkleidung gefunden, Metal. Das ist ganz gut, die Verkleidung müsste mal. Oh, was ist? So, Verkleidung, pass auf. Inventar. Ausrüstung, wo ist denn das drin? Aufmachung, da wird das wahrscheinlich sein. Seedrachenverkleidung. Als Seedrachenpirat. Okay, schauen wir, was passiert. Stecken wir das Schwert weg. Wie ist es gegangen? So. Na bitte, das kann mich da ganz normal bewegen. Das ist super. Ah, da muss ich rauf, schau. Was machst denn du? Ah, so eine Himmelsscherbe. Hi Peter. Ja, Meli, auf der Wand hat es massiv Probleme gegeben am Anfang. Also um 16 Uhr haben sie die Server online geschaltet, glaube ich. Und ich habe es erst um 16.30 Uhr ist dann erst gegangen. Da ist dann weitergegangen. Wer bist denn du? Die brauche ich nicht. Wo ist denn diese blöde Affe? Nun ja, mit jemandem wie, da ist er. Ja, mit jemandem wie euch habe ich ganz und gar nicht gerechnet. So, den habe ich. Larissa, reden die Risse, ne? Was führt euch? Mich an euch anschleichen? Das ist nun mal meine Art. Heuler zieht alle Aufmerksamkeit auf sich und ich übernehme das Anschleichen. Und jetzt beantwortet meine Frage. Mein Schiff mag nur noch ein Haufen Treibholz sein, aber meine Mannschaft lebt noch. Und Kapitän Helame hat sie in ihrer Gewalt. Ohne sie gehe ich nicht. Helft mir, meine Mannschaft zu retten, und ich werde euch... So schnell hätte ich nicht mit Hilfe gerechnet. Wir werden meine Mannschaften als Seedrachen verkleiden. Nehmt diese Kleider. Sucht nach einem Korpulenten. Sucht in den Wäschekörben nach passender Kleidung. Oder tötet einen Seedrachen und nehmt ihm seine ab. Zieht sie euch über. Denkt daran, ihr findet Kleidung in Wäschekörben oder an toten Seedrachen. So, Seedrachen habe ich jetzt eh. Was schreibt man da? Moment, kurz mal lesen. Und lasst euch nicht töten. Ui, was haben wir alles bekommen? Moment, mal schauen, was haben wir jetzt bekommen da? Jede Menge Sachen irgendwie. Inventar. Aufmachung. Seedrachenverkleidung, glaube ich, sowieso. So, was haben wir noch da jetzt? Dort meine Haupthand. 68, 212, 226. Zack, nehmen wir die. Eisenstreitaxt. Verbrauchsgüter. Schlücken der Magier steht sofort. Ah, da war zuweisen. Genau, und Schlücken des Lebens zuweisen. Okay. Materialien, Rettich. Da kann man Speisen herstellen, was kann man da? Wird zur Herstellung von mittleren Rüstung der Stufe 1 bis 14 verwendet. Okay, so.
Mal schauen, was wir jetzt questmäßig haben. Was haben wir da? Aktive Quest setzen. Aktive Quest setzen. Mal die Quest schauen. Fertigkeiten ausgeht. Hey! Fertigkeitspunkte 2. Was kann man 2 freischalten? Verzehrende Flamme, die habe ich ja schon, oder? Auswählen. Ich kann ja aufleveln, okay. Versengender Schlag. Passt. Und dann habe ich nur einen Punkt frei. Drakonische Macht, was ist denn das da? Gespickte. Die habe ich noch nicht. Gespickte Rüstung. Zauberzeit sofort. Wirkt 30 Sekunden. Ihr entfesselt eure inneren Drachen und erhaltet größere Entschlossenheit und größere Behütung, wodurch sich eure physische Resistenz und eure Magieresistenz 17 Sekunden lang um 320 erhöht. Ah, macht ihr ein bisschen was. Verstärken. Steinfaust habe ich schon. Geschmolzene Waffen. Gut. LB. So viele Tasten merken wir in 100 Jahren nicht. So, dann. Hey, wieso? Warum? Ich hab doch eine Ausrüstung gehabt. Ich hab doch Verkleidung gehabt. Inventar. Wieso ist das jetzt umzogen, der Hirsch? Seedrachenverkleidung. So, zieh wieder an. Hi Tim, servus. Ja, meine, du hast ja schon am PC wie lang gespielt, gell? Ja, das ist das Ganze modifiziert worden für die Konsole, ist ja klar. Was? Was wolltest du von mir? Ich dachte, ich bin eh verkleidet. Achso, ist ein anderer Mitspieler. Ah, Melly kommt online. Ja, probier's mal aus. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr schleicht euch raus. Noch einer von euch. Ich gebe euch einen Rat. Geratet nicht in ihre Gefangenschaft. Wenn ihr nicht fliehen könnt, solltet ihr den Tod im Kampf suchen. So, wie ist es geschafft da? Abgeschlossen, oder? So, dann lassen wir den nächsten frei. So, meine Verkleidung habe ich eher nur gegeben, wahrscheinlich den Hansel. Deshalb bin ich jetzt wieder falsch angezogen. So, jetzt müsste es wieder passen, so wieder in der Ruhe. Lass mir den nächsten frei. Halt, was ist da? Wissensschaumkraut. So, lass mir den nächsten frei. Ja, oben. Ob die schon die Fetzen, vermutlich schon ein anderer Onliner. Ist jetzt schon frei, oder? Na, da sitzt er doch. Tschüss, mein Freund. Diese Seedrachen sind eine Schande für die Piratenzunft. Hallo Zelo, grüß dich. Tötet jeden einzelnen von ihnen, der euch begegnet. Wenn ich es runterrufe, bin ich wahrscheinlich tot.
So, dann habe ich noch einen zu befreien, und zwar da drüben. Wo ist da wer? Ah, das ist ein Online-Charakter gewesen, also ein Online-Spieler. Den Acht sei Dank! Haltet euch von Hilani fern, sie ist ein Monster! So, sie wieder keine Verkleidung mehr nehmen. Wir brauchen eine Uniform für unseren Hansel. Eigentlich wurscht, muss ich ein bisschen kämpfen. So, was ist das nächste zu tun? Treff Clarissa. Was meint ihr mit sprecht nicht so laut? Wird das sein? Wo wird das sein? Wo wird das sein? Habe ich irgendwo da? Ah, da, versteckt oder was? Nein. Ah, da ist sie. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe alle außer Krenat, Herdon und Mekak befreit. Hattet ihr Glück? Ja, die Dann Fähigkeiten. Sind wir ja fast fertig. Außer meinem ersten Mat Deregor sind alle raus. Sie halten ihn im Bauch von Helanis Schiff gefangen. Ihr findet die Schlüssel. Ich werde Helani in ihrer Kajüte auf. Ihr Kajütenmädchen hatte einen Schlüssel. Ein kleines Bossmeermädel, das kommt. Ich werde Helani in ihrer Kajüte aufsuchen, um mich für die Gastfreunde. So, mal schauen. Also. Was ist denn besser, die First Person View oder die Third Person View? Kann man gar nicht entscheiden, weil ich finde die eigentlich auch ganz lustig, gell? Was ist denn da los? Wieso haut der alle um? Das ist ja nochmal ein feindliches, das ist doch ein Frieden. Alles nehmen, jawohl, Lagerraumschlüssel. Das heißt, man muss jetzt hin, da runter eben. Oh, Moment da. Das geht ja von unten, oder? Da ja. Lagerraum der Bluthexe. Von mir erfahrt ihr nichts, Dreckskerl. Ja? Ha! Kapitän Lerisa lässt niemanden zurück. Sorgt dafür, dass sie wohlbehalten ist. Sorge dafür. Der haut auch nicht nieder einfach. So ein Gustl. So und jetzt? Betrete Kapitän Helanas Kajüte. Moment. Ihr seid nicht mein. Was habt ihr. Habt ihr mich vergiftet? Ach du meine Güte, Kapitän. Alles okay? Ich zerlege euch wie eine Mastsau, schneide euch eure Augen raus, wie brate ihr es euch mit meiner Mannschaft getan habt. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Och, sie ist hingefallen. Meine Güte, das war toll. Ich? War ich das etwa? Ich mache mich lieber auf den Weg. Ich habe. Oh, das war Yarin-Wurzel. Ein sehr übles Gift hier aus der Gegend. Ich würde gerne hierbleiben und dabei zuschauen. Aber ich habe leid. Ich wäre wohl etwas enttäuscht, aber das überlasse ich euch. Trefft mich am Strand, sobald ihr hier fertig seid, und wir klären alles. Aber passt auf eure Stiefel auf. Sie wird bald. Ich würde gerne hierbleiben und dabei zuschauen, aber ich habe leider keine Zeit. Sollen wir die Helena retten? Okay, scheint euch nicht zu bemerken. Na dann gehen wir wieder. Wenn sie mich ignoriert, oder? Sprich mit Lerisa der Gerissenen. Wo ist die jetzt hin? Ups, runtergefallen.
Also eine schwere Axt am Rücken, aber schwimmen kann er wie der Kaiser. Wie ein junger Rogan. So muss ich das hin, wo ist denn die Gurke? Jetzt eine Pflanze, nehmen wir mit. Kornblume. Wenn wir sicher auch irgendwas brauchen. Jetzt noch mehr. Oha. Und aus. Huch, ist auch runter. Das sieht wirklich ausgezahlt mit Zauber, oder? Was ist los? Ist er gestolpert oder was? Botscherl. Ein Botscherl. So frei aus. Stufenaufstieg, yeah. Was gibt's denn da? Kann ich wieder alles mit in einen Kuchen mag ich. Oh, eine Kartoffel mag ich auch. Der Stufenaufstieg, was kriege ich dafür? Fertigkeiten. Leben dazu. Leben ist aber gut. Und da habe ich auch noch einen Punkt, schau. Drakonische Macht. Gespickte Rüstung, kann ich das hochleveln? Zuweisen, aha, also kein Platz mehr. Dann machen wir das statt dem da. So, weg mit dir. Wo ist das hin da? Ich muss da durchkämpfen, oder wie? Flucht sei dieses schwache Fleisch. Mögen die Göttlichen uns bewahren. Ja, wer der Meinung. Bitte. Ein bisschen Gold mit. Ja, Menüführung, das tue ich sicher einfacher, das glaube ich. Den Nachteil haben wir auf der Konsole, aber auf der anderen Seite. Verscherzt es euch nicht mit mir. Das, was man tun muss, das hat man. Wir müssen nicht befreien. Hä? Das heißt, wenn ich massiv verkehrt bin. Da wäre jetzt der. Also, vielleicht muss der irgendwo rauf, rein. Ah, da ist er. Hey, Irien? Ein Alp? Ist das gerade wirklich so wichtig? Hierfür schulde ich euch was. Danke. Und jetzt hauen wir ab von hier. Mach mal, abhauen. Seht euch vor, ich habe üble Laune. Nach euch.
Verlass das Grab. Gut, mache ich. Noch nie verspürte ich solche Angst. Ja, gemeinsam sind wir jetzt immer leichter, gell? Durch Zaum da. Boah, er ist genau auf die Verkehren drauf gestiegen. Soll er nach seiner Meinung jetzt hingehen? Da rechts raus, okay. Was gibt es da für einen Ausgang? Einen Notausgang? Huch. So, klettert er mal auf. Ah.